Hallöchen, meine lieben Popöchen. Willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 2 Claire B-Run. So, wir haben beim letzten Mal hier noch ein bisschen Inventar gemanagt, also im Stream beim letzten Mal. Und jetzt... Ich hatte gerade was zwischen den Zähnen, Verzeihung. Und jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wo wir hergekommen sind und wo wir hingehen. Aber ich glaube, wir gehen da lang, oder? Lass mich kurz noch in mein Inventar gucken. Ich habe den Schlüssel. Ich weiß nicht mehr, für was der ist. Ich habe Armbrust. Geht schon noch. Munition. Wir haben 16 Waffen, die gut gegen lebende Dinge sind. Wir haben ein Heilkraut. Nehmen wir noch eine Heilung mit. Ich kann mich wirklich an den B-Claire-Run oder auch an den B, also an beide B-Runs, kann ich mich wirklich 0, nix erinnern. Ich kann nicht sagen, ob jetzt irgendwie noch ein Boss auf uns wartet oder nicht oder wie oder was. Deswegen will ich lieber ein bisschen vorbereitet mal weitergehen. Combo, die Bombo und weiter geht's. Ich weiß nicht, sind wir aus dem Boden gekommen oder durch die Tür hier? Ich glaube, wir sind aus dem Boden. Es kommt aus dem Boden. Oh, oh. Moment. Ah, guckt euch das an. Aber wisst ihr, das ist so das Verrückte. Ich habe gerade gesagt, ich kann mich an nichts mehr erinnern und grundsätzlich stimmt das auch. Aber dann kommt mir doch wieder alles bekannt vor. Wenn ich sehe, denke ich mir, ah ja, genau so war das, ne? Wie das halt so ist mit so alten Erinnerungen. Ich mag das. Ich mag das in so uralten Erinnerungen stochern. Sicherheitskamera. Na? Noch ein Schlüssel? Der C-Panel Key. Will you turn on the monitor? Oh oh. Ja. Wir turnen den Monitor on. Auf die Szene habe ich gewartet. Und gleich kommt er. Mr. X Smash! Ist schon lustig. Hey, mir wurde, ich weiß nicht, gestern im Stream habe ich zum ersten Mal erfahren, das wusste ich wirklich nicht, dass man Mr. X im Original noch besiegen kann und man kriegt Item dafür, Items. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Wollen wir es mal versuchen? Ich speichere jetzt mal, Leute. Und dann will ich es mal versuchen, einfach, dass wir das auch mal gemacht haben. Wahrscheinlich ist das jetzt die eine Begegnung, wo man ihn nicht besiegen kann. Mr. X, du bist ein Living Thing. Ich weiß es genau. Barry lässt grüßen. Oh yeah. Da geht er down. Batsch. Schon auch lustig irgendwie. Und jetzt greifen wir ihm in den Hintern und wir kriegen 6 Säuregranaten. Und wie viel habe ich auf ihn geschossen? Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mitgezählt. Könnte sein, dass es ein Plusgeschäft war. Auf jeden Fall haben wir nicht viel verloren. Tja, nice. Guckt, man lernt halt einfach nie aus. Nie. Es gibt immer noch mehr, was man wissen kann. Wirklich cool. Wenn ich jetzt durch bin mit meiner Reise durch die Resident Evil Reihe, habe ich so viel Neues über Resident Evil einfach auch gelernt, ne? Oder wieder gelernt. Ich habe ja auch schon wieder so viel vergessen, was ich schon mal wusste. Es gibt diesen blöden Spruch von wegen, ich habe schon mehr über Resident Evil vergessen, als die meisten jemals wussten. Aber es ist irgendwie halt wirklich so. Okay, dann haben wir jetzt noch ein bisschen Pistolenmunition. Okay. Wir haben 2 Schlüssel und ich weiß nicht wofür. Hey, aber Barry hat nicht gelogen, oder? Wenn, also, holy shit, sind die gut gegen Living Things. Das waren, glaube ich, keine 6 Schuss. Ich schaue mir danach das Video nochmal an, glaube ich. Das interessiert mich jetzt gerade nämlich wirklich. Ich glaube, es waren 4. 4, 5 waren es schon. Aber es lohnt sich irgendwie nicht wirklich. Oder an ihm vorbeilaufen ist schon einfach auch der bessere Weg, habe ich das Gefühl. Lass mich mal kurz gucken, wo wir noch nicht waren und für was die Schlüssel eigentlich sein könnten. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Die Karte ist ja auch irgendwie nicht sehr hilfreich.
gehe jetzt noch mal ein bisschen zurück. Ich glaube, da, wo wir waren auf jeden Fall, wo wir Mr. X getroffen haben, war eigentlich nichts außer der Schlüssel, ne? Tja, Mr. X, ne? Claire's gonna give it to ya. Jetzt bin ich am Bahnhof. Wollen wir wirklich mit dem Bahnhof zurückfahren? Das kommt mir auch komisch vor. Ich versuche mal, ob das überhaupt geht. Kann sein, dass ich jetzt gerade voll falsch dran bin. Ich kann wahrscheinlich jetzt auch sowieso Sherry nicht einfach zurücklassen, oder? Aber es ist schon weird irgendwie. Okay, ich fahre automatisch zurück. Jetzt kann ich mal nochmal auf die Karte gucken, ob ich da irgendwas übersehen habe. Ich weiß gerade wirklich überhaupt nicht, für was der Schlüssel ist. C-Panel. C-Panel Key. C-Panel Key. Nee, komm. Das kommt mir so schon sehr komisch vor, dass man da wieder zurück muss. Ich trinke jetzt mal einen Schluck, während wir die Casinos nochmal anschauen. Vielleicht hätte ich nur irgendwo... Irgendwas, das sieht aus, als würde da jemand stehen, ne? Die Kanone. Die Flare Gun. Warum steht da eigentlich so eine Flare Gun, die man in den Tunnel schießen kann? Ich verstehe das gar nicht. Macht das wirklich irgendeinen Sinn? Gibt sowas in so unterirdischen Tunnelsystemen? I don't know. Und von wem ist eigentlich die Blutspur? Von... Annette Birkin vielleicht. Ach ja, guck. Why not? Nehmen wir doch noch das eine Heilkraut mit. Kann nicht schaden. Ich habe 2 Schlüssel und 0 Schlösser, die damit geöffnet werden wollen. Damn it. So viel Schlüssel und so wenig Schlösser. Aber zumindest haben wir Mr. X kaputt gemacht. Sherry, hilf mir mal weiter. Was müssen wir denn jetzt machen? Du weißt das doch bestimmt. Du warst hier doch öfter, oder? Ich weiß gar nicht, ob sie hier öfter war. Sherry, Sherry Birkin. Wo muss ich denn jetzt hin? There is a... Oh. There is a keyhole. Nice. Okay, Sherry, let's go. Wohin gehen wir jetzt? Jetzt gehe ich wieder zurück, oder? Glaube ich, wahrscheinlich. Jetzt habe ich irgendwie wahrscheinlich die Gleise umgestellt oder irgendwie sowas. Es sieht so aus. Keine Ahnung. Ah. Schauen wir mal, ob Sherry jetzt mitkommt. Das wäre ein guter Indikator dafür, dass wir richtig sind. Sherry kommt nicht mit. Damn it. Dann gehen wir nochmal durch die Tür. Das ist alles so verwirrend. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja. Was gab es bei euch heute so zum Mittagessen? Schreibt es in die Kommentare. Ich habe mir gerade Spätzle gemacht. Ich habe mir selber so ein bisschen Spätzlepfanne gemacht. Eigentlich ganz lecker. Aber ich habe die Zwiebeln nicht lang genug gebraten. Die waren noch... die waren noch richtig... markant. Ah, alles klar. Ich habe ganz schön geweint beim Essen. Muss ich schon sagen. Musste ganz schön weinen. Das waren keine Freudentränen, weil es so lecker war, leider.
Es war lecker. Aber, Eieiei, wirklich. Ich hab dann am Schluss, ey, auf dem letzten Bissen musste ich dann die restlichen Zwiebeln rauspicken, weil ich hab's nicht mehr geschafft. Da waren einfach zwei rohe Zwiebeln drin, ne? Da waren einfach zwei rohe Zwiebeln drin in meinem Essen. Das war ein bisschen zu krass. Aber das hat mir ordentlich die Nebenhöhlen mal wieder durchgespült. Auch nicht schlecht. Das ist eine gute Idee, Claire. In case of emergency, the red light will turn on. Aha, ich verstehe. Die erklären mir, warum ich während des Kampfes nicht wieder rein kann. Ja, man hat alles gedacht. Na, wenigstens haben sie sich Gedanken gemacht, warum die Tür nicht mehr. Weißt, die hätten auch einfach einen Text hinschreiben können von wegen, ich kann jetzt nicht zurückgehen, ich muss erst dieses Monster töten. Sonst sind wir nicht sicher. Oder irgendwie sowas. Ja, Der wartet mit seinen Verwandlungen immer, bis er gesehen wird, ne? Der ist da... Der ist so ein bisschen ein Dragon Ball-Bösewicht auch irgendwie einfach. This isn't even my final form! Und dann verwandelt er sich weiter. Keine... Oh! Damn it! Ich wollte gerade sagen, ich habe keine Ahnung, ob ich ihn überhaupt treffe. Oh, shit, ey. Das war eine Wombo-Kombo. Aber ich bin immer noch auf Caution, also der ist ganz schön schwach. Ganz schön schwache Clown, die der da hat. What? Das ist voll Cheaten, ey. Der hat aber auch ganz schöne HP, ne? Oh, ich wollte gerade sagen, wenn der uns nochmal so erwischt, sind wir tot. Steh auf, Claire! Nein! Claire hat's nicht geschafft. Ich hätte mich doch heilen sollen. Die Wombo-Kombo des Todes. Das ist aber schon gemein. Ich hab gebuttonmashed wie blöd. Ich weiß nicht, ob Buttonmashing da irgendwas bringt. Aber der hält ganz schön viel aus. Selbst Barrys, ne, patentierte Anti-Lebendwaffe. Vielleicht lebt er, vielleicht ist er tot. Vielleicht ist er innerlich zumindest tot. Vielleicht ist das, was Barry meint. Es hilft gegen alles, was Gefühle hat. Aber wenn man innerlich tot ist, dann wirkt es nicht mehr. Könnte wirklich sein. Ne? Das sind so die Details, die Gameplay-Details. Die kenne ich wiederum über Resident Evil halt wirklich nicht so gut. Könnte wirklich sein, dass jetzt gegen ihn zum Beispiel aus irgendeinem Grund Feuergranaten viel besser wären als Säuregranaten. Wobei ich glaub's nicht, aber es könnte. So Infos kann ich nicht. Sowas weiß ich nicht. Zurück. Oh, der will jetzt wieder knutschen. Oh Gott, in der Sackgasse, ey. Nein. Oh. Oh, das ist aber auch gemein, ey. Da kommt man aber wirklich nicht gut vorbei an dem. Shit. Ah!
auch immer ein bisschen, das ist so ein bisschen Nachteil von so Fixed Cameras, ne, wenn man seine Figur nicht sehen kann. Und auch tatsächlich einfach Reichweite abschätzen ist teilweise schon auch schwer in solchen Kämpfen. Nein! Berkey! Hör doch mal auf jetzt. Mag ich gar nicht, wenn er mich umarmen will. Oh. Nein, ach, ich mag ihn nicht. Mr. Birkin? Geil. Shit, jetzt hat er mich. Ich komme da nicht mehr raus aus der Nummer. Das ist die Sackgasse des Todes. Dammit. Ah. Gegen die Wand geklatscht. Aber wir sind noch fit. Wir sind noch voll fit. Aber ich habe bis jetzt echt noch nicht viel Schaden verursachen können, gell? Ja, der steckt ein. Ach, das war's. Hui. Wow. Cool. Ey, cool, dass wir gerade so eine coole Kameraperspektive hatten, um das einfach zu sehen, wie der da so blutend an die Wand springt und sich festhält. Habe ich ja noch nie gesehen. Nice. Hat sich gelohnt, würde ich sagen. Warning, the motor has been stopped due to problems with the overheating. Isn't this... That's okay. You keep it. I'm sure it'll keep you safe. Wait here for me, okay? I'm going back to look for your mom. Thanks, Claire. Even though I'm an only child, neither of my parents ever spent much time with me because of their work. But now that you're with me, I finally have someone to rely upon. Sherry. So. Na dann. Würde ich sagen, geht's weiter. Richtung Finale. Uli, 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 uli. Packt schon mal die Umbrella-Fahnen aus. Oder welche Fahnen auch immer. Die Raccoon City-Flaggen. Wir gehen ins Finale. Steigt in den Fanbus. Carter, du kannst hier sein, aber steig bitte nicht. Nein! Steig bitte nicht auf die Knöpfe und die Tastatur. Du kleiner Arsch, du. Ja. Na toll. Sherry fährt in den Keller. Hätten wir ungefähr 5 Minuten länger gewartet einfach, ne? Aber ja, kann man nichts machen. Ganz kurz Map checken. In die andere Richtung ist auch eine Tür. Ah, welche Tür nehmen wir jetzt? Ich nehme die Tür. 50-50 Chance. Jetzt, wo wir hier in diesem Labor sind, hätte ich ganz gerne... Ah, eine Kiste. Perfekt. Ich hätte nämlich tatsächlich ganz gerne Feuergranaten. Weil ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, und das wird zumindest auch sehr viel Sinn machen, würde ich mal behaupten, sind die super effective gegen böse Pflanzen. Machen wir jetzt noch schnell ein Triple Deluxe Kraut. Ich hab's ja. Dies, das Ananas. Brauche ich den Schlüssel da wirklich noch? Habe ich das übersehen? Weiß ich nicht.
18 Feuergranaten sind auf jeden Fall gut. Triple Deluxe grünes Kraut. Feuergranaten in die Säuregranaten. Armbrust ausgerüstet. Let's go. Beziehungsweise, wisst ihr was? Letzte nicht mehr go. Letzte wait hier. Machen wir für heute Schluss. Morgen geht's dann genau hier an der Stelle weiter. Diese Woche bin ich wieder zeitlich ein bisschen knapp dran. Dafür erscheint Sonntag ein richtig geiles und umfangreiches Video. Das wird sehr cool. Hat auch Überlänge im Vergleich zu den anderen Cut-Content-Videos. Aber dadurch ist meine Zeit ein bisschen knapp die Woche. Deswegen gibt's eh nicht so viel Let's Plays. Bis zum nächsten Stream. Dienstag 18 Uhr. Bis dann. Tschüssi.